Früher war alles besser? Von wegen. Kommen Sie mit mir auf eine schweißtreibende Entdeckungsreise durch die Geschichte des Südwestens und erleben Sie die härtesten Jobs von damals. Erfahren Sie, wie die Heizer schuften mussten und die Abtrittanbieterin ihr Geld verdient hat. Gehen Sie auf große Fahrt mit den Flößern des 17. Jahrhunderts und steigen Sie hinunter in die Bergwerke des Mittelalters. Sehen Sie, wie hart das Leben des echten Sandmanns war und warum der Müller nicht nur schwer schleppen musste, sondern auch zwielichtige Gestalten anzog. Unsere Reise beginnt im Jahr 1705 in Uhingen im Vilstal östlich von Stuttgart. Und es wird gleich richtig brenzlig. Als Köhler hatte man damals wenig zu lachen. Holzkohle wird hierzulande kaum noch produziert. Das einstige schwarze Gold wie zu Beginn des 18. Jahrhunderts herzustellen, das machen nur noch Männer wie Otto Hees. Mit seiner Familie hält er die Tradition am Leben. Hallo? Hallo? So, was muss der Köhler machen, damit aus Holz Kohle wird? Ja, zuerst muss er halt Holz im Wald aufarbeiten, Holz hierher bringen und dann den Meiler aufbauen. Das ist ein Meiler? Das ist jetzt ein Meiler. Und da drinnen wird dann Kohle gemacht? Da wird Kohle gebrannt. Aha. Und jetzt ist er soweit fertig, dass er demnächst oben angezündet werden kann. Und dann wird er voll zugedeckt. Und da kannst du dann mithelfen. Beim Zudecken oben? Beim Zudecken, ja. Was muss ich tun? Mit einer Schaufel das Kohlenstaubmühl, sagen wir, Kohlengemühl, oben dann zudecken. Darf ich das mal in meine Sprache übersetzen? Kohlengemülle, oder? Oder ist das echte Kohle oder ist das Erde? Das ist ein Gemisch von Erde, Kohlenstaub, verbrannte Kohle, feine Kohle. Ist das so ein Gemisch? Und wir sagen da Mühl. Mühl? Ja. Na klar. Während wir heute vor allem mit Holzkohle grillen, waren Holz und Holzkohle über Jahrhunderte der wichtigste Energielieferant. Wobei Holzkohle vor allem in der Glasherstellung und bei der Metallverhüttung gebraucht wurde, aber auch von Handwerkern wie den Schmieden. Das bedeutete auch jede Menge Arbeit für die Köhler im Südwesten. Hier wird der erste bereits aufgeschichtete Meiler angezündet. Ja, von hier unten sieht es ja schon schick qualmend aus, aber ja, alles klar. Ja, und jetzt steht der Köhler da oben und wartet und wird ganz schön warm. Pass auf, dass dein Kittel nicht anfängt zu brennen. Ich gehe mal vorsichtig zurück. Also tief durchatmen darf der Köhler auch nicht, oder? Zwangsläufig kriegst du ein paar Ladungen ab. Aus dem Grund raucht von uns ja niemand. Aha. Da hat man da oben genug. Das heißt, neben Wind und Wetter war die Gefahr bei der Köhlerei das Ersticken oder das Verbrennen? Weil wenn man oben steht und das Feuer geht an, dann fängt der Kittel auch schnell Feuer. Da muss man aufpassen. Vor allem beim nächsten Mal, also beim Nachfüllen in dem Füllschacht nach 4 Stunden, wenn man aufmacht, da ist er voll im Feuer. Mhm. Denn da muss man aufpassen. Vor allem, wenn man mit der Zeit, dass er nicht reinbricht, weil das ist ja unten, dann blüht das Holz schon. Muss man also schon aufpassen. Schmeißt ihr da Kohle rein? Das ist, wenn, das kommt bei jedem Brennvorgang kommt das vor, mal weniger, mal mehr. Das ist halb verbranntes Holz, wo nicht ganz durchgekohlt ist. Mhm. Also da ist immer noch halbe Kohle, halbe Holz. Ja, aber entgegen der Namensgebung brennt es nicht, sondern es qualmt auch. Man könnte es auch qualmt nennen, habe ich so das Gefühl. Und jetzt wird abgedeckt? Jetzt wird, kann man zudecken. Jetzt ist schon angezündet. Boah, nee. Man sieht noch nicht so wirklich, wo man hinschippt, ne? Und muss noch? Da hab ich gerade hier, ja. Ja, sieht doch schön aus, oder? Ja. Hier war schon ein Loch rein. Okay.
Das sind die Luftlöcher, mit denen man regulieren. Morgen machen wir dann hier Löcher rein. Wandert immer weiter runter? Ja, wandert immer weiter runter. Okay. Und wenn man dann mal so einen Meiler angemacht hat, ist dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, Schnaps-Time oder kurze Pause oder geht's direkt weiter an den nächsten? Pause gibt's für uns keine. Pause gibt's keine. Damit das Holz nicht verbrennt, sondern verkohlt, haben wir den Meiler abgedeckt. Der Köhler durfte ihn nie länger als ein paar Stunden aus den Augen lassen. 4 bis 5 Tage und Nächte lang. Und nebenan bauen wir jetzt den zweiten Meiler. So, wie muss die Anordnung sein? Mikado spielen oder? Also so dicht wie möglich, so wenig wie möglich Hohlraum dazwischen, zwischen dem Holz. Und immer vom Holz das Dicke nach unten und das Dünne nach oben. Okay. Stapeln, stapeln, stapeln. 2,5 Stunden brauchen wir allein für das Aufschichten. Man merkt, dass es auf Dauer Stunde um Stunde eintönig wird. Die Jungs haben sich, glaube ich, auch schon alles in ihrem Leben gesagt. Also viel Kommunikation und Spökes ist da nicht. Geschichtet ist doch jetzt schon ganz schön, oder? Ja. Was kommt als nächstes? Als nächstes Arbeitsgang ist, dass man das Holz mit einer Schicht Heu, altem Heu, abdichten tut. Ringsrum, komplett bis auf oben, wo man nachher anzündet. Der Grund ist, wenn man den jetzt zudecken tut, das Gemühl, von dem, wo man nachher deckt, das würde ja im Holz nicht halten. Mhm. Und das Heu, das dichtet da dazwischen ab. Alles klar. Also ein Heumantel außenrum und dann ein das Gemühl. Genau. So. Heu ab. Ja! Mit dem Einpacken kommt der Schnee. Unnötig zu betonen, dass schlechtes Wetter kein Grund war, die Arbeit ruhen zu lassen. Und nach der ersten Schicht Heu müssen wir auch diesen Meiler wieder von außen mit dem Kohlenstauberde-Gemisch, dem sogenannten Gmühl, abdecken. Also die Schaufel hier ist echt scheiße. Oh. Ist wunderbar, man kann bei jedem Wetter arbeiten, egal wie kalt es ist. Weil bei dem Arbeitsgang wird einem definitiv warm. Nach 4 bis 5 Stunden steht auch der zweite Meiler und wird angezündet. In der Zwischenzeit ist der erste Meiler soweit durchgeglüht, dass wir den Schacht noch einmal öffnen und erneut mit halbverglühter Kohle befüllen. Wenn alles ordentlich brennt, decken wir den Meiler wieder ab. Müssen wir da drüben jetzt zumachen oder was? Oh ja, da drüben wird zugemacht. Attacke! Kann man den Meiler dann alleine lassen oder kann irgendwas passieren? Den kann man 2-3 Stunden allein lassen, aber sonst muss man laufend kontrollieren. Also früher sind die Köhler direkt bei den Kohlemeilern übernachtet in so einer Kohlehütte, weil die waren früher ja nicht mobil, so wie heute, dass man mit dem Auto herfahren kann und wieder wegfahren. Das heißt, Nachtwache schieben bei den Köhlern. Ich bin gespannt, wer die Nachtwache übernehmen darf. Mittlerweile ist es stockdunkel. Trotzdem, der Meiler muss noch einmal geöffnet und befeuert werden. Wieder stehen die Köhler im vollen Rauch, füllen Holz und halbverkohltes Material in den Schacht. Jeder Schritt, jeder Handgriff muss jetzt sitzen. Eine falsche Bewegung und der Köhler droht einzubrechen. So, ich werde langsam müde. War's das denn jetzt eigentlich für den Köhlertag? Nee, du bleibst jetzt die ganze Nacht da und du Schachtwache halten. Weil dem muss ja kontrolliert werden. Was soll ich da kontrollieren? Dass nichts passiert. Alle 2 Stunden abklopfen. Weil wenn da ein Loch reinbricht, dann kriegt er Luft. Ja. Und das ist ja relativ, der ist ja noch frisch aufgebaut, da ist noch fast das meiste ist noch Holz. Dann würde er Feuer fangen und das Holz verbrennen. Oh, das wäre blöd. Da hätten wir zwar ein schönes Lagerfeuer, aber keine Kohle. Dann wäre die ganze Arbeit ja umsonst gewesen. Das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht. Dann halte ich mal Wache die ganze Nacht. Das finde ich gut, ja. Ich auch. Die Meiler abklopfen und aufpassen, dass nichts verbrennt. Tage und vor allem Nächte lang. Die
Köhler führten schon ein einsames Leben. Ja, alles unter Kontrolle. Läuft. Ich bin aufs Ergebnis gespannt. Und ich muss sagen, die Köhlerei, so in Summe, ist schon eine anstrengende Angelegenheit. Aber es ist auch ganz schön, weil man hat das Gefühl, man schafft wirklich was. Es kommt am Ende ein tolles Produkt raus. Die Arbeit in der Truppe ist ganz gut. Die Jungs nerven sie nicht, sind ja eher ruhigere Vertreter, klare Anweisungen. Und dann hier so allein in der Sternennacht, wenn das Wetter einigermaßen ist, hat auch was Romantisches. Wobei, jede Nacht muss ich es auch nicht haben. Dann wäre ich ein Räuchermännchen. In ein paar Tagen ist die Kohle fertig, wenn nichts schief geht. Ich bin gespannt, was mich dann erwartet. Wir reisen weiter ins Jahr 1850. Öffentliche Toiletten waren in den Städten des Südwestens damals alles andere als selbstverständlich. Erleichtert wurde sich überall. Oder wer es etwas feiner haben wollte, bei einer Abtrittanbieterin. Ich bin mit Michaela Fieser verabredet und die erklärt mir, wie man denn so um 1850 sein Geschäft verrichtete, wenn man in der Stadt unterwegs war. Das wurde zunehmend ein Problem. Die Städte begannen rasant zu wachsen. Ich bin unverkennbar eine Abtrittsanbieterin. Wie lief das damals, das Geschäft mit dem Geschäft? Im alten Rom gab es ganz viele Latrinen und Pissoirs, öffentliche, aber im deutschen Mittelalter und in der Neuzeit gar nicht. Das heißt, damals mussten die Leute in dunklen Ecken, Winkeln, Straßen, in Pärken, hinter Bäumen und so weiter ihr Geschäft machen. Und wenn man ortskundig war, weil es natürlich wusste man, wo man das machen kann. Und wenn du jetzt aber auf den Markt kamst, wenn du nicht aus der Stadt kamst, nicht wusstest, wo ist die Ecke, wo kann man, ein bisschen aufgeschmissen. Und da gab es eben dann die Abtrittanbieterin. Die kam dann so wie du, hier mit zwei Eimern und an und einem langen Mantel und hat gesagt, hier, willst du mal machen? Und sage ich, ja, gerne. Und dann stellst du deinen Eimer ab, ich setze mich drauf, wirfst einen Mantel um mich rum und ich kann vor Ort mein Geschäft machen und man sieht die privaten Körperteile auch nicht. Wurde zusätzlich noch was angeboten wie Toilettenpapier? Also ich denke, dass das Klopapier nicht gewesen sein wird, weil Papier zu der Zeit eben echt teuer war. Vielleicht waren es größere Blätter von Bäumen oder so. Es war jetzt auch nicht so notwendig zu putzen, weil guck mich mal an, was für einen großen, weiten Rock ich habe. Da kann man einiges drunter verstecken, auch an Gerüchen. Ich glaube, das ging auch so, musste auch so gehen. Also, was zum Abputzen habe ich nicht im Angebot. Von daher heißt bei mir die Devise, trocknen lassen und warten, bis der Rest abfällt. Hierzulande setzte sich Klopapier nur langsam durch. Der schwäbische Unternehmer Hans Klenk wickelte im Jahr 1928 zum ersten Mal lange Papierstreifen auf eine Rolle. Der Herr, guten Tag. Guten Tag, der Herr. Ich möchte gerne Ihr Abwort benutzen. Sehr gerne, sehr gerne. Wenn du mal kurz den Stock nimmst, gerne, vielleicht. Danke. Läuft? Läuft. Läuft. Wunderbar. Ja, gut Ding will Weile haben. Diese Art des Geschäfts war schon ein echter Fortschritt. Wesentlich diskreter, als sich direkt auf der Straße zu erleichtern. Das begann den Leuten im 18. Jahrhundert so langsam peinlich zu werden. Das war ja schon mal ein erfolgreiches Geschäft. Wann gab es denn eigentlich die ersten öffentlichen Toiletten bei uns in den Städten? 1797 gab es die erste Hygieneverordnung aus Bayern. Aha. In der dann verboten wurde, an Hauswände zu pinkeln. Oh. Und dergleichen. Aber ich meine, es ist natürlich schön, es zu verordnen und dann aber noch immer noch keine Toiletten aufzustellen. Ne? Das heißt, also mehr Arbeit für die Abtrittanbieterin. Ja, und so kamen dann auch die ersten öffentlichen Toiletten 50 Jahre später erst in den großen deutschen Städten. Ich gestehe, ich werde spätestens bei dem Geräusch der nächsten Wasserspülung an die Abtrittanbieterin denken und froh sein, dass ich es nicht bin. Selbst in den 1950er Jahren verfügte längst nicht jeder Haushalt über eine eigene Toilette.
Vielerorts teilten sich mehrere Parteien das stille Örtchen auf halber Treppe. Weiter geht die Reise ins Jahr 1780. Eine Wassermühle aus Alterkülz im Hunsrück ist unser Ziel. Ich will mich in einem harten und damals auch etwas verrufenen Job beweisen als Müllergeselle. Zumindest aufs Wandern freue ich mich schon. Müllermeister! Bin auf der Suche nach Arbeit. Ich möchte mal wissen, was die Müllergesellen alles schaffen mussten, so um 1780. Oh, das mussten kräftige Jungs sein. Ich zeig dir das mal, komm. Ein echter Müllermeister soll mir zeigen, wo es lang geht. So, deswegen groß und stark. Säcke schleppen ist wahrscheinlich angesagt, oder? Probier mal hier, der wiegt 50 Kilo. Wir müssen hoch in den Müll, aber erstmal auf seine Schulter drauf hier. Du musst die hochtragen, ja? Okay, gut. Wie kriegen wir die? Was wiegt das Ding? 50 Kilo. Okay. So. Eins. Eins. Zwei. Wie sollen die auf meine Schulter? Drei. Ah, Moment. Oh, okay. Alles klar. Gut geklappt. Ja. So, pass auf. Wirklich. Dich. Durch. Die kleine Treppe da hoch. Ja, genau. Da hey. Hoch. Komm, mach. Als Müllermeister Uli Kügler 1961 seine Ausbildung begann, waren die Säcke noch doppelt so schwer. 100 Kilo Säcke waren Standard. Wow. Also das sind jetzt nur die 50 Kilo Säcke. Wenn ich mir vorstelle, 100, da hoch, da wäre ich schnell wieder auf Wanderschaft wahrscheinlich. Tja, Hänschen wollte Müller werden, doch die Säcke drücken. Ich hatte mehr so das Lied auf den Lippen, das Wandern ist des Müllers Lust. Was hat es denn damit auf sich? Ja, die Müller wandern von Mühle zu Mühle, um Arbeit zu bekommen, um ihren Lohn zu verdienen. Aha. Und wenn der Müller sie nicht mehr braucht, schickt er sie wieder weg. Ja, und so gehen sie von Mühle zu Mühle, um zu lernen, um eventuell auch mal eine Mühle selbst zu besitzen. War das so eine Zwischenstation? Also für mich als Geselle eine Zwischenstation. Hier, noch ein Sack hoch. Auch hoch, ja. Noch mal eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Yes! Oh, Mann! Alter, das klappt doch schon ganz gut. Wie viele stehen denn da noch, verdammte Axt? Die Bauern haben ihr Getreide zum Müller gebracht und in Naturalien bezahlt. Das bedeutet, der Müller hat einen Teil des Getreides als Mahllohn einbehalten. Oh, kurzes Päuschen wäre für mich ganz gut. Ich weiß, die Säcke müssen noch hoch. Komm, setzen wir uns. Boah. War der Müller denn eigentlich eine angesehene Person? Der Müller war also nicht gut angesehen, so bis 1760, 1780. Da haben dann die Müller ihre eigenen Mühlen gehabt. Früher war ja das so, dass die Mühlen alle irgendwelchen Grundbesitzern gehört haben. Der Obrigkeit, den Grafen und den Landherren. Ja, und die Landherren durften nur eine Mühle bauen, wenn sie beiderseitig das Flussufer hatten. Ja? Und dann haben sie die Mühle gebaut, die hatten Geld und haben einen Pächter den Müller draufgesetzt. Und das war das Problem für den Müller. Ja, der Müller, der musste für den Verpächter, für den Grafen, für die Obrigkeit arbeiten. Er hat aber auch die Kundschaft gehabt. So stand er in der Zwickmühle. Da kommt der Ausdruck her. Der Müller war also ständig in der misslichen Lage, beide Seiten zufriedenstellen zu müssen. Das fiel umso schwerer, weil es für die Bauern kaum nachvollziehbar war, wie viel Mehl der Müller einbehielt. Die Zwickmühle. Genau. Und wie viel Säcke hat die Zwickmühle bzw. die richtige Mühle am Tag gemacht? Jetzt habe ich erst zwei hochgeschleppt. Ja, so eine Mühle jetzt in dieser Größe hier, die hat eine Tonne am Tag, hat die geschafft mitunter. Eine Tonne, ja, mit zwei Leuten? Das sind so 10 Säcke voll von diesen oder 20, ja.
zwei Leuten, drei Leuten. Wenn die Mühle größer war, da waren zwei Mahlgänge drin, hat er mehr geleistet, hat mehr gearbeitet und hat eben der Müller noch einen eingestellt, ja, damit er nicht so viel arbeiten musste. Eine Tonne. Wie ist das heute? Und es gibt heute Mühlen, die Industriemühlen, die mahlen 1000 Tonnen pro 24 Stunden am Tag. Mit wie vielen Leuten? Zwei, drei, alles computergesteuert. Komm, wir müssen jetzt arbeiten. Los! Okay. Bitte, Chef zuerst. Immer. Bei dieser Mühle handelt es sich um eine einfache Bauernmühle, die mit nur einem Mahlgang ausgestattet ist. Ich gehe jetzt runter, lass die Mühle laufen. Und wenn ich dich rufe, dann schaltest du ein. Dann schmeißt du dein Getreide rein. Alles klar, Meister. Boah. Bist du soweit? Ja. Dann kipp rein. Ja. Läuft. So wollen die Bauern den Schrot haben. Und hier kannst du anstellen. Kannst du gröber oder feiner malen. Ja. Nach rechts, dreh mal zu. Und das ist nicht gut, was du da hörst. Ja? Da malen die Steine aufeinander. Das darf nicht sein. Bisschen höher. Hörst du? Das Geräusch ist weg. Gut. Ja. Ah, das ist so eine Malprobe, die man da nimmt. Ja, da kann man sehen, wie man gerade gemalt wurde. Ja. Ja, sieht doch gut aus hier. Sieht sehr gut aus. Gut. Sehr gut, ja. So, geh mal hoch, komm. Ja. Da der Müller nur in Abhängigkeit von Wind oder Wasser mahlen konnte, musste er häufig auch nach Sonnenuntergang schuften. Das blieb nicht ohne Folgen, denn dadurch soll die Mühle auch lichtscheues Gesindel angezogen haben. Jetzt war ja nicht nur der Müller, sondern auch die Mühle an sich ein Ort für seltsames Volk. Da ranken sich ja auch Mythen und Geschichten. Wie kam das eigentlich? Das ist eine ganz alte Geschichte. Die liegt ungefähr, ich würde sagen, so 1000 Jahre schon zurück. Die Mühlen waren ja immer abgelegen, immer abseits von Ortschaften. Und da haben sich zweifelhafte Menschen getroffen und da haben sich dann auch so Art wie Freudenhäuser gebildet. Ja. Ja, und da ging es dann zur Sache. Ja. Oho, Heidelwitzker, ja. Herr Kapitän Remi Demi auf den Mehlsee. Also jetzt nur mal so, einer der häufigsten Nachnamen in Deutschland ist ja Müller. Und ich glaube, jetzt haben doch viele, viele Leute mal gelernt, von wem sie da eigentlich so abstammen, von was für Leuten. So, komm. Ja. Wir müssen den Mühlstein aufmachen, der ist stumpf, der muss geschärft werden. Na klar. Erstmal die Kiste runter. Ja. So, na gut, prima. Ich kann mal gebrauchen. Leon. Dass nach dem Säckeschleppen noch was Härteres kommt, das hätte ich mir so nicht vorgestellt. Jetzt drehen wir zu zweit schön langsam hoch. Vorsicht, dieses Blech hier, pass auf hier. Ja. Der Müller musste die Mühle sauber halten und regelmäßige Wartungs- und Reparaturarbeiten erledigen. Eine der härtesten und kompliziertesten Arbeiten war dabei das Schärfen der Mühlsteine. Jetzt ist so, mit dem Sackschleppen zusammen wird das jetzt klar, warum die Jungs in der Mühle doch ganz gut im Futter stehen mussten. Weil das ist eine Sauerei. So, wie weit denn noch? Wir surfen ja hier richtig schon auf dem Stein. Ja, man sieht auch ein bisschen, dass ich etwas schwerer bin als der Kollege. Ja. Als der Mäus, der... Das reicht noch nicht. Nee, reicht noch nicht. Sag mal. Wir können auch das Gegenstück bearbeiten. Noch ein bisschen, noch ein bisschen.
So, jetzt noch ein bisschen her mit dem Ding. Jawohl, kommt doch. Yeah. Wow. So. Also das ist der sogenannte Kraushammer. Der hat lauter Spitzen hier, siehst du? Ja. Ja. Erinnert mich ein bisschen an Schnitzelhammer, aber... Genau, genau. Kraushammer. Und damit macht man diese Fläche. Ja? Und die alten Müller, ich kenne da noch einige, mein Vater war einer, der hatte hier, die haben nie Handschuhe angezogen, warum auch immer. Nicht? Die haben dann hier lauter so Punkte drin gehabt. Das war so verkapseltes Metall, so Metallsplitter. Und die haben die dann verkapselt und die sind dann von lauter so blaue Punkte. Och. Ganz viele, ja. Also der Müllerberuf hat definitiv keinen Zuckerschlecken, ne? Auch gesundheitsgefährdend, kann man sagen. Ja, wenn man diese Staubbelästigung sich ansieht, die Lunge ist einfach stark belastet. Nicht? Und dann eben diese Arbeit hier mit den Metallsplittern, wenn man da nicht aufpasst, hat man gleich ein blindes Auge. Oder dann noch diese schwere körperliche Arbeit vor allen Dingen. Nicht? Die haben sich alle krumm und pucklig getragen. Fast 200 Jahre war diese Mühle in Betrieb. Heute steht sie im Rheinland-Pfälzischen Freilichtmuseum in Bad Sobernheim. Die gesamte Getreidemenge aus 2 Jahrhunderten schafft eine moderne Industriemühle heute in rund 2 Monaten. Na, ganz so idyllisch wie das Plätschern hier ist der Job des Müllers sicher nicht gewesen, habe ich feststellen können. Und deswegen wird mir auch langsam klar, warum die Jungs, die Gesellen, wenn die dann wieder unterwegs waren auf der Wanderschaft, bessere Laune hatten als bei der Arbeit. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Es geht zurück ins Jahr 1705, ins Vilstal, östlich von Stuttgart, zu den Köhlern. Nach der ganzen Schufterei am ersten Tag müsste heute die Ernte der Kohle auf dem Programm stehen. So, wie schaut's aus? Zufrieden? Guten Morgen, Florian. Sieht sehr gut aus. Und jetzt ist er so weit, dass wir ihn abbauen können. Was ist der Plan? Jetzt ist zuerst einmal, dass man das Gemühl, die Deckschicht, wieder abtragen tut, bis die Kohle zum Vorschein kommt. Okay. Und dann können wir oben beginnen, den Mäler aufzureißen. Also Gemühl abtragen mit Schaufel, oder? Mit Schaufel abtragen, bis die Kohle zum Vorschein kommt, ja. Okay. Aber nur das Gemühl, die Kohle nicht. Gut. Noch Möglichkeit, wie ich gesagt habe, nicht werfen, weil das staubt. Ja, es staubt ganz gut. Ich dachte ja nach meinem ersten Besuch bei den Köhlern, dass es gar nicht mehr schlimmer kommen könnte. Aber doch. Die enorme Gesundheitsgefährdung durch den Qualm, die kann man förmlich schmecken. Man merkt richtig, wie die einzelnen Kohleteilchen, die durch die Luft fliegen, sich so auch auf die Zähne setzen. Ja, ja, richtig tief einatmen immer. Richtig schöner Lungenzug. Scherzkekse, die Köhler. So langsam tauen sie auf. Ich merke das schon. Da haben sie Spaß dran. Jetzt wird eingerissen. Jetzt wird eingerissen, ja. Jetzt kommt die Kohle zum Vorschein. Guck mal. Und du hörst auch den Klang von der Holzkohle. Ein richtig heller Klang. Anders wie jetzt Holz. Oder wenn das halb verbrennt wäre. Ja. Der gute Kohle hört man auch im Klang. Also vor allem von Hartholz wie Buche, wie wir verwendet. Gut, und jetzt ausdampfen lassen oder jetzt was? Jetzt sind wir oben mal mit Wasser. Okay. Ein bisschen drüber, weil das ist ja innen, glüht noch alles, dass es ein bisschen ruhiger wird vom Feuer. Einfach einmal oben drauf? Ja, so bist du. Ulfa. Genau, da passiert nichts. Okay. Da, da, da. Ah ja, hier auch. Die Kinder, wo man als Kinder dabei war, war das erste Wassertragen. Ja, aber die durften nicht schütten, oder? Sonst haben die sich doch die Gosch verbrannt wahrscheinlich. Nein. Wow.
Der nächste Arbeitsgang ist jetzt, dass man das, die Platte unten sauber macht, wenn man die Kohle nachher rauszieht, dass man jetzt das, was unten liegt, dass man das oben in die Mitte reinwirft. Okay. Und dass auch da ein bisschen abstorben wird, also von der Glut her. Mama mia! Nicht euer Ernst. Ich glaube, wir tauchen kann es klar im Vorteil. Also lange Luft anhalten und dann einfach wegrennen. Die noch glühenden Kohlen müssen wir jetzt schnell löschen. Danach muss die Kohle noch ein, zwei Tage trocknen, bis sie endgültig fertig ist und in Säcke verpackt werden kann. Florian, klappt's? Klappt, ja. Wobei ich muss sagen, du bist so ruhig geworden. Ja, ja, geht schon. Wobei ich jetzt feststellen muss, dass die Arbeiten, die wir am Anfang gemacht haben, so das Holzschichten dann anzünden und der Qualm und Ruß, das war im Grunde genommen die Folklore. Jetzt ist das ist wirklich, jetzt merkt man, dass das eine miese Sauarbeit war, was die Köhler gemacht haben. Und ich glaube, das wird der einzige Meiler sein in meinem Leben, den ich einreiße. Denn die Arbeit des Köhlers, das war wirklich bisher das Härteste. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich die ganzen Vorarbeiten wie Bäume fällen, Holz hacken und zurechtsägen gar nicht mitgemacht habe. Wir reisen in den Schwarzwald ins Jahr 1650. Holz war damals der wichtigste Energielieferant und bedeutender Baustoff. Den Transport aus dem Schwarzwald an den Bestimmungsort übernahmen die Flößer. Das sollen ja ziemlich harte Kerle gewesen sein. Ich hoffe, ich kann mit denen mithalten. Der Beruf des Flößers ist hierzulande längst ausgestorben. Aber es gibt in Schiltach im Kinzigtal noch eine Gruppe Hobbyflößer, die die Traditionen dieses Berufsstandes aufrechterhält und arbeitet wie im 17. Jahrhundert. Thomas Kipp ist einer von ihnen. So, hallo. Hallo. Jetzt bin ich bei den Flößern, bei den harten Jungs. Ja. So heißt es doch. Ja. Was hat denn den Beruf des Flößers ausgemacht? Was mussten die alles schaffen? Ja, die Haupttätigkeit der Flößer war, das Holz vom Wald an den Fluss und dann vor allem über das Wasser an den Bestimmungsort, in unserem Fall den Rhein, zu bringen, übers Wasser, über die Kinzig. Was musste man alles machen, bis so ein Floß überhaupt dann fahrtüchtig war? Es muss bearbeitet werden am Ufer. Der Flößer nennt es das Holzrüste. Mhm. Es wurde geschnäzt, es wurden Löcher gebohrt. Moment, geschnäzt heißt? Geschnäzt heißt, die Stämme werden vorne und hinten zugerichtet. Mhm. In der Regel wird es schon im Wald gemacht, wegen dem Abriesen. Falls das noch nicht erfolgt ist, wird es hier jetzt so zugerichtet. Und dann, wie gesagt, kommen die Löcher rein, um nachher die Hölzer im Wasser zu verbinden. Mit den sogenannten Wieden. Die Hölzer wären untereinander verbunden zum sogenannten Gestör. Und dann werden die einzelnen Gestöre wieder hintereinander gebunden. Und alles mit Wieden. Wie lang war dann so ein Floß, bis es losging? Also so ein Floß hatte hier im Kinzigtal, und das ist auch stellvertretend für den Schwarzwald, schon auch einige 100 Meter Länge, 300 Meter, 400 Meter. Also das war an der Tagesordnung. Wie viele Mann haben daran geschafft? Das waren immer sogenannte Flößergespanne. Je nach Floßgröße waren das 6 oder 8 Mann, 10 Mann, immer in Abhängigkeit von der Länge. Was hat der Flößer eigentlich verdient? Ich denke, die Verdienstverhältnisse der Flößer waren wie ein einfacher Tagelöhner. Sie wurden nach ihrer Arbeit bezahlt, pauschal, für das Verflößen von Holz von Bestimmungsort A nach B. Egal, ob sie wenig oder mehr Zeit gebraucht haben, das war ihre Leistung und dafür wurde sie bezahlt. Das klingt ja fast danach, als seien die Flößer damals schon in Eile gewesen. Denn je schneller sie waren, desto mehr konnten sie wegschaffen an Flößen. Flößen. Das ist richtig. Vor allem, wenn die Natur vorgegeben hat, dass viel Wasser war, dann waren sie beispielsweise von Schildach nach Wildstedt in 3 Tagen. Bei Wasserklemme im Sommer mussten sie auch zum Teil 6, 7 Tage aufwenden, um das Holz vom oberen Kinzigtal an den Rhein zu bringen. Was meinst du heute? Klemmt's Wasser oder läuft's?
Heute haben wir eigentlich verhältnismäßig wenig Wasser, deshalb wird die Floßfahrt eher beschwerlich sein. Okay. Die Anzahl der Stämme, die nebeneinander liegend ein sogenanntes Gestör ergaben, richtete sich zum einen nach der Stärke der einzelnen Stämme, zum anderen danach, wie breit die Fahrlöcher in den Wehren waren. Ab Wolfach maßen diese rund 6 Meter. Die vorderen Teile des Floßes bestanden aus dem schwächeren Holz. Das starke Holz war hinten am Floß. Beim Verbinden der einzelnen sogenannten Gestöre musste ein bestimmter Abstand zwischen ihnen eingehalten werden, damit sich das Floß strecken konnte und biegsam war. Maßarbeit. Florian, könntest du das Floß mal ein bisschen hier vom Ufer wegdrücken, damit es wieder gerade wird? Dann können wir hier besser einbinden. Ich probiere es. Vom Ufer ein Stück weg. Und Otto, du musst mit dem Haken das reinziehen, damit wir das optimal zusammenkriegen. Genau. Ich finde es unglaublich, dass das funktioniert mit diesen Seilen, kann man ja sagen, oder? Ja. Also, wie gesagt, wieder ist das Bindematerial der Flößer schlechthin. Hier im Kinzigtal sind es vor allem Haselnussstangen, die im Wald geerntet wären, entastet wären. Dann kommen die 3-4 Tage ins Wasser, wären weich. Und dann kommt der entscheidende Prozess. Sie kommen in den Ofen, wo links und rechts die Flammen sind. Das Wasser verdampft in kurzer Zeit, dadurch gart die Wiede wie ein Kartoffel. Wenn die Wiede dann aus dem Ofen rauskommt, wird sie am dicken Ende eingespannt, den sogenannten Wiedstock, wird dann vom dünnen Ende her über ein Holz gedreht. Und durch dieses Drehen brechen die Fasern in Längsrichtung auf, sie lösen sich ab und so wird aus einem Stück Holz ein Seil, geschmeidig wie ein Hanfseil oder wie ein sonstiges Seil. Zum Lenken des Floßes bringen die Flößer jetzt vorn und hinten ein Stangenruder an. Auf den hinteren Teilen des Floßes außerdem noch eine Bremse oder Sperre, ein dicker Holzstamm, der durch ein Loch im Floß in den Boden des Flusses gerammt werden kann und so als Bremse dient. Das beispielhafte Floß der Schildacher Flößer ist natürlich wesentlich kleiner als die des 17. Jahrhunderts. Diese waren damals ungefähr doppelt so breit und 10-mal so lang. Und damit waren die Flößer tagelang auf dem Wasser unterwegs. Ja, wie schaut's aus? Habt ihr noch irgendein lustiges Flößerlied auf den Lippen, oder? Und das Lied von der Waldhauer, das jedermann kann. Und das Lied von der Waldhauer, das jedermann kann. Da die Flößer nur von April bis November arbeiten konnten, betätigten sie sich in den Wintermonaten unter anderem als Holzhauer. Unser Flößer Thomas hatte ja bereits eine beschwerliche Fahrt angekündigt, da der Wasserstand etwas zu niedrig ist. Ja, jetzt merkt man, dass der Flößer abhängig ist vom Wetter bzw. vom Wasserstand. Wir hängen nämlich. Vorne ging es noch ganz easy drüber mit ein bisschen Gerumpel, aber in der Mitte, wo es am schwersten ist, hängen wir jetzt fest, mitten im Fluss. Wir müssen ja weiter, wir müssen ja unser Holz wegbringen. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Stecken bleiben, passiert. Was hat man da gemacht? Wenn man hängen bleibt, dann muss man mit Tricks arbeiten, mit Geschicklichkeit, entweder mit Stange das Floß wieder frei zu bekommen oder man nimmt es auseinander und macht es in einzelne Stücke, sodass man es wieder zusammenfügen kann, wenn es frei ist. Oder der Versuch, weiter oben Schwellwasser zu sammeln und dann wieder den Teich abzulassen, um einen Wasserschwall zu produzieren, auf dem das Floß dann praktisch wieder weitergetragen wurde. Oh, es tut sich was, oder? Nee, dann noch. Ho. Zu wenig Wasser in der Kinzig. Die Sterne zu groß und irgendwie. Aber Taktik, hat er gesagt, der Chef.
Taktik ist alles und mit Taktik kommt man auch weiter. Es dauert halt irgendwie nur ein paar Tage länger. Jetzt wird mir langsam klar, warum die Flößer so harte und kräftige Kerle sein mussten. Jo, es läuft! Super! Bei gutem Wasser kamen die Flöße am ersten Tag von Schiltach bis Gengenbach oder Offenburg, also rund 50 Kilometer weit. Tags drauf ging es dann frühmorgens weiter nach Willstedt, wo die Fahrt für die Kinzigflöße auf dem Willstädter Weiher endete. Das Holz wurde an die Rheinschiffer übergeben. Führte die Kinzig wenig Wasser, dauerte die Fahrt erheblich länger. Flöße sahen ihre Familien oft tagelang nicht und es war nie klar, wann und ob sie unversehrt zurückkehrten, denn ganz ungefährlich war der Job ja nicht. Täglich drohten Quetschungen und Knochenbrüche. 1894 fuhr das letzte Floß von Schiltach ab und die Flößerei fand ihr Ende. Und auch wir sind jetzt am Ziel. Yo! So, Thomas, jetzt ist Feierabend, oder? Jetzt ist Feierabend. Das heißt, wir sind angekommen, ja, haben jede Menge Holz gebracht. Was ist dann passiert? Ja, die haben dann unten in Willstedt übernachtet, haben gespeist, getrunken, auf dem Stroh geschlafen. Und nachts um zwei sind die dann zu Fuß wieder aufgebrochen ins obere Kinzigtal nach Wolfach und Schildach und waren etwa 12 bis 14 Stunden unterwegs, um wieder ein neues Floß zu bauen und wieder ins Land zu fahren. Gut, dann lasst uns heimlaufen. 70 Kilometer zu Fuß in einer Nacht. Aus heutiger Sicht unvorstellbar. Die Flößer machen sich auf den Rückweg. Wir bleiben in der Gegend und reisen zurück ins Jahr 1405. Bergbau im Mittelalter. Viele Bergleute waren Wanderarbeiter. Sie zogen von Grube zu Grube und wurden oft erst dann sesshaft, wenn die Grube ertragreich war. Der Schwarzwald. Für viele idyllisches, romantisches Urlaubsziel. Jahrhundertelang aber Schauplatz auch härtester, ja fast mörderischer Arbeit. Heutzutage ist ein Gramm Silber gerade mal 35 Cent wert. Wer damals Silber gefunden hat, der war ein gemachter Mann. Hier unter mir sind über 100 Silberminen und da haben sich die Menschen vor Jahrhunderten Zentimeter für Zentimeter nach vorne gearbeitet. Eine harte und sehr gefährliche Arbeit. Die Gruben waren feucht und klamm und sehr eng. Also eins ist mal klar, für so lange Kerle wie für mich wäre das mit dem Bergbau damals gar nichts gewesen. Es ist jetzt schon ziemlich eng, wobei es noch viel, viel enger wird. Und das hier ist die einzige Lichtquelle. Es qualmt wie Sau und man verbrennt sich auch schnell die Flossen. Und wenn das aus ist, wird es richtig duster. Die Taschenlampe des Mittelalters war der Kienspan. Harzreiches, gespaltenes Holz, das der Bergmann zwischen den Zähnen hielt. Denn nur so hatte er die Hände frei zum Arbeiten. Glück auf, Klaus! Glück auf, Florian! Grüß dich. Hast du schon Silber gefunden? Ach, heute ist es mühsam. Was gab's damals für Werkzeug außer dem, was du da hast? Nix, oder was? Nix. Früher hat man nur einen Schlägel und ein Eisen gehabt. Und dann hat man stundenlang, wochenlang, jahrelang gehämmert. Wie viel haben die Bergleute geschafft pro Tag? Ich meine, es sieht echt sehr, sehr mühsam aus. Ach, die sind morgens bei Dunkelheit raus. Mhm. Je nachdem, wo sie gearbeitet haben, mussten sie erst mal 2 Stunden reinfahren. Zu Fuß natürlich, aber man sagt im Bergwerk reinfahren. Ja, dann haben sie mindestens 10 Stunden gearbeitet und dann wieder zurück. Den ganzen Tag hier drin, ohne frische Luft? Wie viel haben Sie geschafft? Wie viel Zentimeter oder Meter am Tag? Ich meine, das sind ja doch mittlerweile ganz beachtliche Stollen. Probier doch mal selber, dann kannst du dir die Antwort selber geben. Okay. Probier mal.
Ihr müsst schon beides nehmen. Muss ich das in den Mund nehmen oder kannst du mir leuchten? Na, du machst es schon so, wie ich es früher gemacht habe. Es ist schon ziemlich kurz, aber hier mein Schwan, ehrlich gesagt. Fangen wir hier unten an. Pass auf, mach die Augen leicht zu. Er rennt gleich der Wart ab. Mit dieser Methode kamen die Bergleute am Tag durchschnittlich nur einen Zentimeter voran. Gab es irgendeinen Anhaltspunkt, wo man reinhaut? Ich meine, es ist ja blinder Aktionismus. Ja, aber so war es. Genauso wie du es jetzt machst. Versuch und Irrtum. Das war die Vorgehensweise. Und hat man auf die Art und Weise denn viel Silber, muss man nochmal anmachen, viel Silber wirklich aus dem Berg rausholen können? Das war unterschiedlich, je nachdem, wie reichhaltig der Erzgang war. Manchmal hat man gute Funde gemacht und oftmals auch vergeblich, so wie du gerade. Ja, Moment, ich bin ja noch nicht fertig. Was heißt hier vergeblich? Der Bergmann war ein freier Arbeiter, das heißt, er schuftete selbstständig für einen festen Tageslohn oder war am Ertrag beteiligt. Ja, jetzt bist du reich geworden. Jetzt müssten wir mal ein bisschen näher schauen, ob da was drin ist. Guck mal, ob du da was findest. Würde ich Silber erkennen, wenn ich sehe? Ja, das würdest du sicherlich erkennen. Kein Gramm Silber, ne? Würdest du das rauspacken? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mir jetzt schon die Haxen wehtun vom Knien hier, ehrlich gesagt, verdammte Axt. Stell dich nicht so an. Durch die harten Arbeitsbedingungen entwickelte sich eine große Kameradschaft und Solidarität unter den Bergleuten. Es gab sogar genossenschaftliche Organisationen, die sich um die Versorgung der Bergleute im Krankheitsfall kümmerten. Lange vor Bismarck. Was war eigentlich mit den Lebenserwartungen bei den Bergleuten von damals? Wie alt wurden die? In deinem Alter war schon Schluss. Ach, wenn einer so Mitte 30 wurde, da war er schon ein alter Bergmann. Und wenn er schon als Kind im Bergwerk angefangen hatte, wurde er aufgrund des fehlenden Tageslichts auch nicht groß. Daher sind im Märchen, bei Schneewittchen, die Bergleute auch Zwerge. Das ist schwer. Und wenn man wegen ausgefallener Zähne den Kienspan nicht mehr halten konnte, wurde man degradiert. Dann musste man Steine rausschleppen. Also so langsam geht's mir auf den Keks, im Berg zu arbeiten, ganz ehrlich. Ja, so ein Karren ist halt nicht leicht. Was heißt, so ein Karren ist nicht leicht? Das ist sauschwer. Was wiegt das Ding denn? Das ist ja furchtbar. Diese Karren wogen locker 150 Kilogramm. Oh nee, hier ist endgültig für mich Schluss. So, liebe Freunde der gepflegten Silbermünze, ich hoffe, wir haben gezeigt, dass Bergbau anno dazumal eine scheiße Arbeit war. Und ich bin froh, wenn ich hier wieder rauskomme. Ah. So, au! Na danke. Unsere Reise führt uns ins Jahr 1904 und nach Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Als Heizer auf einer der ersten Eisenbahnen wird es für mich gleich richtig heiß. Bevor sich dieser 65-Tonnen-Koloss in Bewegung setzt, muss der Heizer erstmal ordentlich Kohlen schaufeln. Und wie oft muss man während der Fahrt nachschippen? Alle paar Minuten. Alle paar Minuten das Ding aufmachen? Alle paar Minuten. Ich habe zwei Schaufeln jetzt gemacht und das Ding ist kurz auf und mir ist schon brüllend heiß. Kannst du wieder zumachen? Vom Papa, Luft haben wir. Wenn er wollen, können wir. Wenn die Fahrt beginnt, hat der Heizer schon die ersten 3 bis 4 Arbeitsstunden hinter sich. So lange dauert es, bis genug Druck auf dem Kessel ist. In einer Schicht bewegte der Heizer, je nach Größe bzw. Gewicht des Zuges, zwischen 1,5 und 2 Tonnen Kohle. Und das bei dieser Hitze.
Also, dass ein schweißtreibender Job ist, habe ich jetzt schon langsam kapiert. Das ist echt heiß hier. Aber wie war das mit den Arbeitszeiten von den Heizern? Ganz unterschiedlich. Die Schichtzeiten waren als solches, glaube ich, sehr, sehr lange. Denn die Heizer haben natürlich immer als Erste angefangen und haben als Letztes quasi die Lok wieder verlassen. Und je nachdem, wann die Züge dann gefahren sind, dann sind die nicht jeden Tag bei Tageslicht losgefahren, sondern teilweise ganz, ganz früh morgens, 3.17 Uhr, mal um 4:30, mal um 1 Uhr in der Nacht, irgendein Postzug oder ein Güterzug oder ähnliches. Und dementsprechend die Vorlaufzeit mussten halt die Heizer immer dann früher schon Dienstbeginn haben. Also von der Nachtschicht bis zur Tagschicht war da alles dabei, bei Wind und Wetter. Doch der Job des Heizers war mehr als nur Kohlenschippen. Vor Fahrtantritt musste er nicht nur den Kessel vorheizen, sondern auch jedes Lager überprüfen und gegebenenfalls ölen. Das heißt, er war nicht nur Kohlenschipper, sondern auch Mechaniker, der Heizer. Nein, das gehört auch noch dazu. Gut, womit fangen wir an? Also wir machen jetzt zunächst einmal die Lager sauber, das Umfeld. Das heißt, ich mache das hier, du machst die beiden, dass kein Dreck in die Lager hineinkommt. Und dann füllen wir die mit Öl. Der Heizer trug also auch eine große Verantwortung. Wenn er die Wartung nicht sorgfältig erledigte, konnte er großen Schaden anrichten. Fingerspitzengefühl war gefragt. So, wenn du die Schmierschraube jetzt abnimmst, dann musst du die hier vorne so ablegen, damit das Gewinde nicht am Boden bzw. im Dreck liegt. Genau so. Ja. Okay. Manchmal gar nicht so einfach. Und jetzt ist sichergestellt, dass das Gewinde auch nicht irgendwo aufliegt und deswegen dreckig wird. Und damit bleibt unsere Lagerstelle sauber. Muss da noch Öl rein? Ja, da muss noch was rein. Am besten hier, das du gleich machen. Ölkanne. Gut. Wunderbar. Da brauchen wir ein ruhiges Händchen. Ja. Beim Ölgießen, okay. Passt genau. Gut. Das läuft wie geschmiert. Diese vielen kleinen Wartungsarbeiten nehmen allein schon eine knappe Stunde in Anspruch. Und das vor jeder Fahrt. So. So, es geht weiter. Da, da, da. Geil. Überall, ey. Und weiter geht's. Jetzt auch noch unter der Lok. Während wir dort die letzten Ölungen vornehmen, dampft oben bereits der angeheizte Kessel. Super. Also, geschmiert ist alles. Was ist jetzt zu tun? Ich meine, irgendwas qualmt da vorne auch schon. Ja, das Feuer ist ja schon die ganze Zeit an. Aber Dampfdruck und Wasserstand, das reicht noch nicht. Da müssen wir noch etwas tun. Das heißt, wir müssen noch Feuer machen. Sag mal. Wow, das reicht noch nicht. Nein, das reicht noch nicht. Das ist erst ein ganz, ganz kleines Feuer. Und dann muss ich jetzt mal hier in die Ecke und da in die Ecke jeweils eine Schaufel. Kohle schippen. Richtig schön ums Eck. Richtig rein lang und dann rum. Genau. Boah, das ist aber gut warm hier schon. Wie viel Grad brauchen wir, dass wir fahren können? Eine Temperaturanzeige hat die Dampflokomotive nicht, aber einen Kesseldruckanzeiger hier oben. Ja. Wir haben jetzt knapp 2 Bar und bei 100 Grad kocht das Wasser. Das heißt, wir sind jetzt etwas drüber. Wie viel Bar brauchen wir, damit wir fahren können? 5-6, damit die Lokomotive sich bewegt. Und nachher auf der Strecke sollten wir dann schon deutlich über 10 sein. Nach vorne. Jawohl, jetzt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts transportierte diese Bahn in erster Linie Holz für die vielen Papierfabriken in der Region um Neustadt. Die Eisenbahn verkörperte den Fortschritt, war Motor der Industrialisierung und wirtschaftlichen Weiterentwicklung und ein großer und beliebter Arbeitgeber. Olli, sag, wie waren der Heizer eigentlich angesehen in der Gesellschaft so um 1900? Heizer waren durchaus eine angesehene Berufsgruppe und waren in der Bevölkerung anerkannt. Warst dann als Heizer oder als Lokführer Mitglied der großen Eisenbahnerfamilie? Die haben sich untereinander gekannt, die haben sich umeinander gekümmert. Und insofern hat man da durchaus riesige Vorteile gehabt, wenn man Teil dieses Ganzen war. Trotzdem ein Knochenjob, harte körperliche Arbeit. Hitze und Fahrtwind im Wechsel und viel Staub und Dreck.
ist schon so ein bisschen der kleine Jungstraum, mit so einer großen Maschine loszufahren, die nur aufgrund von Feuer und Wasserdampf funktioniert. Und zum anderen ist es schon so, dass wenn man hier vorne zu zweit oder zu dritt ist, irgendwie ein ganz cooles Team ist. Also kann man schon machen. Wobei, wenn man dazu rechnet, dass das irgendwie stundenlang geht oder tagelang, wochenlang, dann glaube ich, spürt man jeden Knochen. Und dann ist es nicht überwiegend romantisch. Für mich geht die Entdeckungsreise zu den härtesten Jobs von damals weiter, ins Jahr 1870, nach Hößlin-Sülz im Landkreis Heilbronn. Und hier erwartet mich eine ganz arme Familie, die von früh bis spät ackern musste, damit es in den feinen Stuben glänzen konnte. Eine ganz ungesunde Tätigkeit und ein Job, von dem ich vorher noch nie gehört hatte. Was macht denn ihr für einen Dreck hier? Hallo? Boah. Staubig ist es. Staubig. Was macht ihr? Ja, du musst dir vorstellen, dass es früher in den Häusern, bevor es einen Staubsauger gab, gab es die gute Stube mit einem Holzboden. Und da hat man dann am Samstagabend den Sand ausgestreut und dann mit einem Besen ausgekehrt, jede Ecke. Und durch den Sand kam dann der ganze Dreck mit raus. Und diesen Sand, das war ganz feiner Sand, den musste ja jemand machen. Und das haben die Sandmänner gemacht. Ne? Und Sandfrauen und Sandkinder, das waren ganze Familie. Und die sind in die Wälder gezogen, haben sich große Brocken Sandstein zusammengesucht, ne? Nach Hause geschleppt. Und dann, wie wir hier, sitzen sie so da und klopfen das alles klein. Gibt es irgendeinen Trick, den Sand herzustellen? Oder muss man einfach nur Stein auf Stein klopfen, bis er zerbröselt? Ja, man muss ihn erstmal schön klein kriegen. Und wenn er dann eine gewisse Größe hat, dann kann man damit zur Sandmühle gehen. Aha. Da wird er dann richtig fein gemacht. Ne? Da wird er dann so fein gemacht, wie du hier hast. Ne? Dass du dann, den kann man dann richtig gut auskehren. Aber bis dahin musst du echt ordentlich klopfen. Eine Arbeit, die alle können. Deswegen müssen die Kinder mitmachen. Ja. Da müssen alle mithelfen. Keiner darf sich vor der Arbeit drücken. Ich probier's mal. Ein Job für die Ärmsten der Armen. Das Dasein des Sandmanns hat mit dem Sandmännchen aus dem Kinderfernsehen also nichts zu tun. Also ehrlich gesagt, was Stupideres als Steine kleinklopfen zu Sand ist mir auch noch nicht untergekommen. Das Staub und so, das nervt alles und ist ungesund, das leuchtet sowieso ein. Aber es geht auch nichts irgendwie voran. Also es ist echt sehr unbefriedigend. Jetzt sitzen wir ja als Sandmänner zum Glück nur kurz zusammen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man das Tag ein, Tag ausgemacht hat, gesund war es nicht. Denen ging's, die hatten keine hohe Lebenserwartung. Nee, das ist also... Dieser Staub geht in die Lunge. Das ist das bisschen, was wir jetzt hier machen, das geht schon in die Lunge. Die sind also ganz oft an Staublunge gestorben. Ich habe mal den Bericht von einem Arzt gelesen, der meinte, beim Sezieren sei die richtig auseinandergefallen, die Lunge. Dann ist der natürlich in jede Hautfalte reingekrochen, hat die ganz wund gemacht. Das sind die Augen, die waren ganz gerötet, haben sich ständig gerieben. Das ist, und dann wird die Haut auch trocken und juckend gewesen sein. Das war also nicht... gar nicht schön. Also aber Sandmann war doch kein richtiger Beruf, oder? Oder warum haben die Leute als Sandmann arbeiten müssen? Naja, das waren erstmal Tagelöhner, die ohnehin einfach nur die Arbeit gemacht haben, die irgendwie anfiel. Und wenn du dann aber so ein Jahr hast wie 1845, als die Kartoffelernte ausfiel, dann gab es halt nichts anderes. Und dann sind die wirklich in die Wälder gegangen, haben diese Sandsteine zusammengeklaubt und haben die in ihren Stuben zu feinem Sand gemacht. So wie wir jetzt hier sitzen. Tag ein, Tag aus. War das nun ein regionales Ereignis oder gab es Sandmänner überall im Land? Nö, die gab es überall. Aber ich glaube, dass es hier in der Stuttgarter Gegend ganz besonders viele gab. Ne? Also ich habe gelesen, in Stuttgart wurden damals 3 Millionen Liter Sand im Jahr verbraucht. Für die Kehrwoche. Für die Kehrwoche, genau. Und mein Großvater, der kommt aus dem Badischen, der erzählte noch, als er ein Kind war, kam immer noch der Sandmann zu ihm ins Dorf. Ne? Der zog dann mit seinem Pferdekarren durchs Dorf und rief, Sand, feiner, feiner Stubensand. Ne? Und dann kamen die Leute und haben das abgekauft. Tja, als Kind habe ich es geliebt, das Sandmännchen.
Doch zum Träumen war der Job der echten Sandmänner, Sandfrauen und Sandkinder ganz und gar nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Also zu der Nummer fällt mir echt zur Familie Sandmann eigentlich nur armselig ein. Wenn auch die Kinder, eigentlich sollten die im Sand spielen. Stattdessen müssen sie kloppen und kloppen, atmen den Mist ein. Und das Ganze, um noch nicht mal ein richtig gutes Leben zu haben. Nee, da fällt mir nichts mehr ein. Nicht schön. Weiter geht's ins Jahr 1807. Wir reisen nach Brockscheid in der Vulkaneifel. Für den richtigen Klang vom Kirchturm sorgen die Glockengießer. Ein Job mit Familiengeschichte und vielen Geheimnissen. Die Glockengießerei war und ist ja eine große Kunst. Im Grunde genommen hat sich seit dem 13. Jahrhundert an dem Verfahren, wie Glocken hergestellt werden und wie daran gearbeitet wurde, nichts geändert. In Traditionsbetrieben wurde das vom Vater auf den Sohn weitervererbt. Klingt für mich nach einem guten Job. Julius, grüß dich. Ja, hi. Ich will als Glockengießer arbeiten. Was muss ich machen? Ja, das werde ich dir zeigen. Aber bevor wir das machen, brauchen wir erstmal Material. Und das gehen wir uns jetzt mal holen. Okay. Na? Dann hol die Schaufel mit. Jo. Und die ganz natürlichen Zutaten gibt's auf der Wiese. Ein sehr wichtiges Material zum Glockengießen ist der Pferdemist. Wofür brauchen wir denn Pferdemist? Ja, der Pferdemist, der dient im Lehm, aus dem ja die ganze Form besteht, als Armierung, also sprich, der hält den Lehm zusammen, dass der bei den einzelnen Schichten, die wir auftragen, nicht reißt. Und das Glockengießer-Handwerk, das kann man so richtig lernen, ne? Ja, genau. Ich bin jetzt die 7. Generation hier, habe das von meiner Mutter gelernt. Sie ist also Deutschlands einzigste Glockengießermeisterin. Und da das Familiengeheimnis ist, wie man Glocken gießt, wird es auch nur in der Familie weitergegeben. Und ja, beim letzten Generationswechsel war halt kein Sohn vorhanden. Und da hat meine Mutter das Ganze gelernt. Und sie hat es jetzt an mich weitergegeben. Vorher waren wir also Wandergießer. Wir sind also durch eigentlich ganz Europa gezogen und haben Glocken da gebaut, wo sie benötigt worden sind. Die wurden teilweise in den Kirchen direkt vor Ort gegossen. Aha. Man konnte sie damals ja auch recht schwierig transportieren. Und das ist bei uns in der Familie nachvollziehbar bis 1620. Ja. Warum hat sich deine Familie ausgerechnet hier niedergelassen? Ja gut, wir hatten 1840 in der Ecke halt hier auch Arbeit gehabt. Und als wir dann hier die Glocken herstellten, haben wir festgestellt, dass wir wirklich alles, was wir brauchen zum Bau so einer Glocke, wie zum Beispiel Ziegelsteine, Lehm, Mist, all das haben wir, Holz für die Schmelzöfen damals, haben wir hier in der Eifel wirklich in Raummengen zur Verfügung. Und dann war das auch die Zeit, wo das Handwerk generell sesshaft geworden ist. Der Transport war nicht mehr das große Problem. Und somit war es dann naheliegend, sich dann auch hier niederzulassen. Eine Ladung Pferdemist, um den Lehm zusammenzuhalten also. Das geht ja gut los. Und was machen wir jetzt mit dem Mist? Ja, der wird jetzt ausgeschüttet. Ja, jetzt machen wir es alles schön klein. Alles schön klein. Ist das irgendwie der Job für den Glockengießer-Lehrling oder macht das der Chef auch selber? Ja, das ist natürlich eine schöne Lehrlingsarbeit, aber wir müssen alle ran. Der 26-jährige Julius Maas ist einer der letzten seiner Art. In Deutschland gibt es nur noch 3 weitere Glockengießereien. Ja, das ist jetzt der Lehm. Und da kommt jetzt der Mist rein. Aber nicht mit der, sondern mit der großen. Sag mal, Mengenangaben und Mischverhältnis auch Familiengeheimnis oder was? Ja, das ist für jede Schicht anders. Und das ist auch Gießergeheimnis, klar. Das sind Erfahrungen und die gibt man nicht immer gerne preis. Ne? Ob der Ton der Glocke am Ende stimmt, entscheiden die Berechnungen des Glockengießers, der die Form und Größe haargenau bestimmen muss. Und dieses Wissen ist nirgends aufgeschrieben. Gibt es denn auch Arbeiten, die nur der Chef macht? Weil du machst ja schon ein bisschen Geheimniskrämerei auch aus dem Familienrezept. Ja, ja, gut. Das Familiengeheimnis, das Gießergeheimnis ist, wie man den Ton in die Glocke hineinkommt. Mhm. Und wie man das berechnet, das ist ja Chefsache.
Das heißt, das machst du alleine und keine Mitarbeiter, die das eventuell an eine andere Gießerei weitergeben können? Nee, nee. Ich und halt meine Mutter natürlich, von der ich es gelernt habe. Die macht es auch noch. So, jetzt will ich aber wissen, warum wir das hier alles machen. Also, wie eine Glocke genau gegossen wird. In der Mitte fangen wir an, den Glockenkern aus Ziegelsteinen und Lehm aufzumauern. Dann wird der Glockenkern darauf geformt mit den einzelnen Lehmschichten. Das sind also so 4 bis 5 Stück. Wenn die trocken ist, kommt dann eine Trennschicht aus Graphit drauf. Und der Graphit dient uns als Trennschicht zwischen dem Kern und dem jetzt folgenden Teil der falschen Glocke. Auf die falsche Glocke wird eine Rinderfettschicht geschüttet. Das ist das, was hier so weiß ist. Und auf diese Fettschicht formen wir dann den Glockenmantel, das Äußere. Und wenn jetzt die Form fertig ist, quasi so wie sie hier steht, wird die ausgebrannt. Dabei schmilzt das ganze Fett weg. Und wir können jetzt den Mantel von der falschen Glocke abnehmen. Dann wird die falsche Glocke abgehoben. Und jetzt setzen wir den Glockenmantel wieder auf den Kern. Und da, wo vorher die falsche Glocke drin war, ist jetzt ein Hohlraum entstanden, wo wir jetzt die flüssige Bronze reinfüllen. Nicht nur Handwerk, sondern richtig Kunst. Cool. Bis so eine Glocke fertig ist, dauert es Monate. Die Hauptarbeit des Glockengießers ist das sich täglich wiederholende Auftragen der verschiedenen Lehmschichten. So, also das gute Stück lese ich hier oben schon, geht nach Braunsroda, 8 Meter, nee Quatsch, was? 820 mm Durchmesser. 820 mm genau. Durchmesser, 340 Kilo. Genau, und die hat den Ton H1 hinterher, wenn sie fertig ist, wenn wir sie exakt formen. Bist du sicher, dass das später so klingt? Ja, dafür sorgen wir jetzt. Ah, okay. Das heißt, wir reiben erst die komplette Form mit Lehm ein, tragen dann eine Schicht Lehm auf. Die ziehe ich dann mit der Schablone platt. Jo. Und du machst mir immer schön Wasser vor die Schablone, wenn ich dir sage, damit ich ihn schön formen kann. Also wir nehmen uns jetzt den Lehm aus dem Bottich, wir feuchten die Hand an. Und dann wird halt der Lehm, ich zeig's dir, richtig schön auf die Form verteilt, mit richtig mit Druck, dass der auch eine Verbindung mit der Unterschicht angeht. Von hier unten bis hier oben, auch hier oben rein, so tief wie es geht. Und dann wird mit der Schablone gearbeitet. Da der Bau einer Glocke so langwierig ist, arbeitet der Glockengießer in der Regel an mehreren Glocken gleichzeitig. Und auch hier oben so tief rein, wie es geht, bitte. Okay. Dann kommst du schon rum, oder was? Ja, ich komme schon rum. Und jetzt holst du dir noch Lehm an die Hand und verteilst großflächig auf der Glocke hier so drauf. Okay. Na, wir fangen unten an immer und schaffen uns von da aus nach oben. Jo. Jo. Genau. Wie viele Schichten müssen insgesamt aufgetragen werden? Also jetzt beim Kern sind es knapp 4 Schichten immer etwa. Aha. Und später die Glocke, bis die Form fertig ist, sind es auf jeden Fall fast 20 Schichten. Sag mal, nicht so schnell. Doch, doch. Warum machst du denn auf einmal so einen Stress? Ja, weil die Form noch so warm ist und die Schicht so dünn ist. Und irgendwann kriege ich den Lehm nicht mehr verteilt. Deswegen gehst du dir jetzt auch den Eimer Wasser holen. Okay. Nimmst ihn in die eine Hand, mit der anderen Hand die Finger rein. Ja. Und einfach ein bisschen hier über die Form träufeln lassen, von oben nach unten. Einfach über die Form. So, ohne den Lehm zu berühren, einfach nur so ein bisschen. Aha. Genau. Genau so in der Menge ist gut. Ja. Okay, ist mal gut. Es folgen noch rund 20 Lehmschichten, das heißt nochmal 20 Tage Lehmschmieren. Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. So, und was passiert jetzt? Ja, jetzt kommt noch ein Feuer in die Form rein. Dann passiert nämlich nichts mehr, weil die erstmal über Nacht trocknet. Und dann kann erst morgen mit der nächsten Schicht weitergemacht werden. Ja. Während der zahlreichen Kriege waren Glockengießer sehr gefragt. Denn sie konnten nicht nur Glocken herstellen. In diesen Zeiten diente man den Kriegsherren als Kanonengießer. Sag mal, wie lange dauert es jetzt, bis die Glocke wirklich fertig ist und klingen kann? Ja, also die Arbeit, die wir jetzt gemacht haben, die wird jetzt noch ein paar Mal wiederholt. Insgesamt sind das bestimmt 20 bis 25 Schichten, die da drauf kommen. Und somit dauert es auch 2 bis 3 Monate, bis so eine Glocke gegossen werden kann. Und wo kann man sie sich dann angucken?
Ja, ich kann die Glocken gerne hier im Brockstall zeigen, weil die auch von uns sind. Ja, und auch schon sehr lange da hängen. Okay, gerne. Hauptauftraggeber der Glockengießer waren natürlich die Kirchen. Aber es gab auch weltliche Kunden. Gemeinden oder Städte kauften Glocken, um damit die Bevölkerung vor Gefahren zu warnen. Später wurden diese Glocken durch Sirenen ersetzt. Schon mal ein bisschen mühsam, hier hochzukommen. Da hängen sie, die guten Stücke. Sag mal, wie habt ihr die Glocken hier hochgekriegt? Von außen mit einer Winde und innen mit einem Flaschenzug. Wird das Ganze dann an Ort und Stelle gezogen. Und wer hat die Glocken gegossen aus deiner Familie, weißt du das? Also die Glocken hier, die sind jetzt von meinem Großvater und meinem Urgroßvater. Und wobei hier in der Kirche insgesamt, also aus jeder Generation eine Glocke hängt. Das wurde immer wieder erweitert. Und somit haben wir jetzt hier in Brockscheid, was ein recht kleiner Ort ist, ein sehr großes, vierstimmiges Geläut hängen. Meinst du, man wird es hier oben aushalten, wenn zumindest mal eine, die mittlere vielleicht, anfängt zu schwingen? Oder bläst uns dann das Hirn weg? Nee, wir können uns davon hier oben schön angucken. Das ist kein Problem. Aber Ohren zuhalten? Ohren zuhalten. Dann muss ich halt nur mal einschalten gehen. Ne? Einschalten gehen? Einschalten. Also nicht mit Hand ziehen, sondern einschalten. Dann ja. Geh mal einschalten. Heute nicht mehr. Allein der Materialwert zu einer Glocke beträgt rund 12.000 Euro. Und da ist die monatelange Arbeit des Glockengießers und seine kunstvolle, geheime Berechnung des exakten Tons noch nicht mal drin. Die reichen Kirchengemeinden des 19. Jahrhunderts war es kein Problem, sich so eine teure Glocke anzuschaffen. Und so war der Glockengießer durch die Nähe zur wohlhabenden Kirche auch finanziell ganz gut gestellt. Also der Job des Glockengießers, so ein richtig fieser Job war das damals auch nicht unbedingt, eher große Kunst. Wir reisen zurück ins Jahr 1784 nach Unterkirnach am Rand des Schwarzwalds. Ich bin zu Besuch beim Sägemüller. Holz war im Mittelalter und auch im 18. Jahrhundert das Baumaterial Nummer 1. Aus dem Dorf kamen die Zimmerleute, Schreiner, Wagner und Bauern zur Sägemühle, um die Baumstämme zurechtsägen zu lassen. Die Frage ist nur, wie kriegt man denn aus diesen Stämmen schöne Bretter raus? Und da hoffe ich einfach mal, dass der Sägemüller sich einen einigermaßen schlanken Job machen kann, denn da hilft ja die Wasserkraft. Grüß Gott, hallo. Florian, hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. So, kannst du mir gerade kurz helfen? Kommst du gerade recht? Der soll gesägt werden? Ja, der soll gesägt werden. Der Kollege, der gerade vorbeikommen ist, der braucht Bretter. Aha. Bei der Bohren könnte ich aber. Ich gebe mal den Haken, da ziehen wir den Balken hoch. Okay, zieh mal ein bisschen. Ja, immerhin eine Seilwinde schon mal. Ja, ausgerüstet sind wir natürlich. Jemand muss den Stamm vorrichten für das nächste. Irgendwie so, stellst du dir das vor? Genau. So, ja. Okay. Kommst du mal mit? Kannst du den mit dem Kehrhaken? Der Sägemüller arbeitete meist mit ein bis zwei Knechten oder Gesellen. Die Mühle war entweder im Privatbesitz eines Bauern, der sie als zweites Standbein betrieb, oder im Besitz der Gemeinde. Du siehst und ich schaue, dass er gerade hochkommt. Okay. Also immer so umsetzen hier oben? Genau. Und dann muss runter. Gerade aber auch. Boah, ist das mühsam. Jeder Zentimeter ist ja schon ein Gewinn. Ja. Jetzt pass auf. Passt es. Es tut sich was. Jawohl. Yeah! Alter! Wie viele von den Stämmen gehen durch die Säge am Tag normalerweise? Ja, also Bretter, da brauchen wir circa, schaffen wir 8 bis 10 Stück am Tag bei 10-12 Stunden Arbeit. Und wenn wir Balken machen, dann schaffen wir mehr, dann schaffen wir auch 16. Da brauchen wir ja nicht so viele Sägeschnitte, nur 4 Stück pro Balken. Jetzt kommst du mal zu mir. Das hält. Sehen wir das Ding hoch? Fahr rüber. Und Ablasser. Perfekt. Von wegen Wassermarsch und Segen. Die ganze Vorbereitung dauert eine halbe Ewigkeit. Ja.
nix geht da leicht in der Sägemühle. Ah. Mit diversen Haken und Eisen müssen wir den Stamm sichern, damit er nicht verrutscht. So, das sitzt. Es schaut aber schon so aus, als wäre hier viel los gewesen in all den Jahren. Wie lange lief die Mühle? Die lief 200 Jahre lang. Bis 1979. Bis 1979? Was haben die hier dann noch geschafft? Ja, das ist so, dass die modernen Sägewerke schaffen nur 80 cm im Durchmesser. Mhm. Und hier konnte man über 1 Meter dicke Stämme durchjagen. Gibt es so dicke Dinge im Schwarzwald? Ja, die gab es früher. Heute sind sie ein bisschen rar geworden. 1979, das heißt, ich war schon auf der Welt und da haben die Leute hier noch so geschafft in der Sägemühle. Wow. Hier ziehst du und dann läuft das Wasser los, okay? 3, 2, 1, Wasser. Und hier kannst du sehen. Kannst du zu mir kommen? Kommt gleich das Wasser. Halt mal. Ja, ja, ja. Die Segel! Yeah! Jo, es läuft. Sehr schön. Sagen wir mal, so eine Sägemühle ist ja auch schon ein ganz schön amtlicher Betrieb. War der Sägemüller eigentlich selbstständig? Hat ihm das alles gehört? Ja, der Sägemüller war selbstständig. Die Säge gehörte ihm. Er musste nur eine Abgabe leisten an die Stadt. Ganz normal wie eine Steuer. 400 Klapper im Jahr. Muss er dann an die Stadt abgeben? Oder? Genau, richtig. Die Stadt war die Herrschaft von dem Dorf und dann die musste er abgeben. Wie war die Auftragslage? Konnte er gutes Geld machen? Im Normalfall konnte er gutes Geld machen. Das war ja praktisch ein Spezialist. Seltener Beruf, der musste das wissen, was er da tut. Also war er gut angesehen eigentlich? Er war angesehen, weil die Erfahrung mit dem Holz, der Umgang auch mit der Säge, braucht natürlich einen Spezialisten. Die Spezialisten sind immer teuer. Und er hat sein Wissen, seine Erfahrung immer weitergegeben an die nächste Generation. Aber gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Wir sind ja auch Spezialisten, heute zumindest mal. Das Ganze von vorn. Der Sägemüller hatte aber noch viel mehr zu tun. Er musste die Mechaniken, Lager, Zahnräder und Riemen ständig überprüfen und warten. Die Mühle war für die damalige Zeit eine hochkomplexe Maschine, die spezielle Kenntnisse des Sägemüllers erforderte. Die regionalen Sägemühlen waren, trotz industrieller Revolution, sehr lange in Betrieb. Nachdem ich jetzt die Sägemühle zum Sägen gebracht habe, ne, kann ich mich eigentlich vom Acker machen, oder? Kommst du alleine klar weiter? Ich komme alleine klar. Danke für die Hilfe. Danke dir auch. Ciao. Ciao. Heutzutage würde ich ja einfach in den Baumarkt gehen, um mir Holz zu besorgen. 1784 war das trotz maschineller Hilfe echte Knochenarbeit. Unsere Entdeckungsreise durch die Geschichte führt uns ins Jahr 1720, in den Nordosten des heutigen Baden-Württembergs. Für Handelsreisende vor 300 Jahren waren Gasthäuser viel mehr als nur ein Zwischenstopp. Wohl dem, der das nötige Kleingeld dabei hatte. Reisen um 1720, wer sich's leisten konnte, mit der Kutsche, macht auf Kurzstrecke bestimmt Spaß, sieht romantisch aus. Aber wenn man sich überlegt, den ganzen Tag mit dem Geruckel hier, das macht nicht nur die Pferde platt, sondern die eigene Wirbelsäule auch. Und man war ganz schön froh, wenn man nach einer langen Zeit endlich mal ein Gasthaus erreicht hat. Hier wurden die Pferde versorgt, man konnte eine ordentliche Mahlzeit bekommen und meistens auch übernachten. Oh. Dankeschön. Das Gasthaus steht heute im Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall Wackershofen. Es sieht noch genauso aus wie vor 300 Jahren. Unglaublich. Aber
Grüß Gott. Ah ja, der Chef, hallo. Hallo. In was für einem Gasthaus bin ich denn hier? In welcher Gesellschaft bin ich hier gelandet? Was sind das für Leute? Das sind Reisende. Kaufleute, Fuhrleute, Leute, die unterwegs waren. Was war das Gasthaus hier im Speziellen für eins? Heute kennt man ja so Sternekategorien. Festgelegte Kategorien gab es damals nicht, aber wir sind hier in einem Steigengasthaus. Das heißt? Das heißt, das ist ein Gasthaus gewesen, was ursprünglich an einer Steigung gelegen war. Und wenn Fuhrleute mit einem Fuhrwerk eine Steigung hochfahren mussten, dann war das unter Umständen zu schwer für die zwei Pferde, die zwei Ochsen, die vor dem Karren waren. Und dann konnte man sich in diesen Steigengasthäusern zusätzliche Zugtiere ausleihen. Und wenn man die wieder zurückgebracht hat, hat man das mit einer Stärkung verbunden, vielleicht sogar mit einer Übernachtung. Ich habe es vorhin in der Kutsche schon erlebt, wenn man da so stundenlang sitzt, das macht schon mürbe. Alle wie viele Stunden, Kilometer hat man denn ein Gasthaus erreicht? Ja, ich sag mal so eine Tagesetappe, vielleicht 20, 30 Kilometer, weiter ist man damals nicht gekommen. Mit tierischer Kraft und einem beladenen Fuhrwerk oder vielleicht auch mit einer Kutsche. Und in den Abständen haben die Gasthäuser damals gelegen und natürlich an viel befahrenen Straßen. Da, wo Menschen zusammenkommen. Und in diesem Gasthaus sind ganz offenbar spezielle Menschen zusammengekommen. Jedenfalls existieren da bis heute Gerüchte und Geschichten. Es ist ein Gasthaus, was bis heute so ein bisschen sagenumwoben ist. Und da ranken sich Geschichten darum. Manches hat sicherlich einen wahren Kern, manches vielleicht auch nicht. Und da wird auch davon berichtet, dass sich hier auch zum Teil lichtscheues Volk getroffen hat. Aber es gibt auch mindestens einen Fall von einem Wirt hier in dem Haus, der also überhaupt nicht klargekommen ist und mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist und zum Teil auch handgreiflich gegen seine Gäste geworden ist. Und das hat für den kein gutes Ende genommen. Ich war ja lang auf Reise, das heißt, übernachten kann ich hier. Wichtige Frage für mich zunächst ist aber, was gibt's denn zu essen? Ja, da kann ich ja nur einen Blick in die Küche empfehlen. Darf ich reingehen? Aber selbstverständlich. Gut, dann schaue ich mal bei der Köchin nach. Hallo, bin ich hier richtig in der Küche? Ja. Hallo, ja. Willkommen. Ich wollte mal schauen, was auf der Speisekarte heute steht. Also Speisekarte haben wir leider nicht. Es wird gegessen, was im Topf ist. Und was ist im Topf? Im Topf ist ein Eintopf von Schmalz und Speck. Angebraten mit Zwiebeln und danach kommen die weißen Bohnen, haben sehr viel Eiweiß und dann frische Kräuter für die Vitamine. Ei, die schauen aber echt hübsch aus. Das heißt, es gab immer das, was die Gegend so ums Gasthaus rum hergegeben hat. Ja, also was in der Saison gewachsen ist. Magst du mal probieren? Ja, gerne. Es dampft schon. Klingt mir schon auch nach einer reichhaltigen Sache, wenn hier mit Schmalz gekocht wird und mit Speck. Das ist ja dann nicht ganz für arme Leute, oder? Na ja, aber das hatte jeder Bauer. Jeder hatte ein Schwein eigentlich und wurde wohl im November geschlachtet. Und dann hatte man Schmalz und viel Fleisch. Weil die Männer schaffen ja auch wahnsinnig viel. Man braucht ja was Gescheites. Oh ja, und vor allen Dingen warm. Oh, lecker. Das ist gut. Also, wenn du probieren wirst, da kommt jetzt erstmal ein bisschen Fett in den Topf. Mhm. Und nachher, ich gehe mal hinterher. So. Aber es war schon so, das Kochen war reine Frauensache, ne? Ja. Okay, machen wir hier mal eben eine Ausnahme. So. Jetzt müssen wir das Feuer gut anblasen, weil sonst gibt es nichts. Die Frauen in der Küche sorgten fürs Feuer, was Tag und Nacht nicht ausgehen durfte. Die Männer brachten zwar das Holz von draußen, aber die Frauen hatten es, das Feuer zu hüten. Und wenn ein Feuer ausgegangen war, musste man schamvoll eigentlich beim Nachbarin Feuer holen in so einem Eisentopf. Und dann hieß es wieder, die hat wieder zu viel geschwätzt. Positiver Nebeneffekt des offenen Feuers. Der Rauch machte Schinken und Würste haltbar und hielt Ungeziefer fern. Welche Kräuter kommen denn rein? Also heute haben wir da hier Rote Melde, das ist ein Spinat, eine alte Spinatsorte. Dann haben wir Gundermann drin, gut gegen Husten. Wir haben Waldäpfele, was ein Unkraut ist im Garten für die Leute, aber sehr gesund auch.
Bärlauch haben wir noch drin, weil das wächst hier jetzt noch ohne Blüten. Oh ja, der Liebstöckel ist auch dabei. Liebstöckel? Das war der wichtigste. Weil die Frauen, wenn sie tanzen gingen, haben die manchmal auch im Busen gesteckt. Und wenn ich tanze, schwitze ich vielleicht. Und das duftet dann sehr schön. Aber dann denkt der Mensch, mit dem ich tanze, hey, die kann gut kochen. Die könnte ich mal heiraten. Dann ist schon die Hälfte vom Leben gesichert, ne? Eigentlich. Das kann ich bestätigen. Ich bin mit einer Schwäbin verheiratet. So habe ich sie kennengelernt. Ich roch an ihren Brüsten und es roch gar lieb nach Liebstöckel. Und ich sagte mir, Baby, du bist es. Ja, ich sag's dir. Wisst ihr? Also, ich finde das sehr gut gelungen. Ich glaube, noch ein bisschen köcheln und dann können die Herrschaften essen. Gut, dann gehe ich schon mal rüber. Die Speisen werden gebracht. Dankeschön. Dankeschön. Doch bevor es ans Essen geht, lasse ich mir vom Chef noch kurz die Zimmer zeigen. Wie nächtigte man als Reisender um 1720? Gab es denn verschiedene Zimmer? Ja. Also ich meine verschieden von dem Komfort her? Es gab die obere Kategorie, es gab die mittlere Kategorie und es gab eine untere Kategorie. Was ist das hier? Das ist die obere Kategorie. Ah, ja. Eine gewisse Wärmedämmung an der Decke, beziehungsweise die Dachziegel sind von innen verbrettert. Aha. Geht eine gewisse Wärmedämmung mit einher. Wir haben ein Fenster, wir haben Möglichkeiten, die Kleidung aufzuhängen. Es gibt einen kleinen Wandschrank. Ja, und es gibt Betten. Ist das eine Mehr oder waren die Leute früher wirklich kleiner? Weil in das Bett passe ich nicht rein. Also die Leute waren zwar früher kleiner, aber das ist nicht der Grund, warum die Betten so kurz sind. Die sind deswegen so kurz, weil die Schlafposition war anders. Man hat mehr aufrecht gesessen als gelegen. Aha. Das flache Liegen hat man früher so ein bisschen als die Vorstufe vom Tod angesehen und deswegen gefürchtet. Und zum anderen hat man gedacht, wenn man flach liegt, kommen mehr Krankheitserreger in den Schlund. Also Stichwort Tuberkulose, Husten und so weiter. Und wenn man mehr aufrecht sitzt, dann ist es nicht so gefährlich. Okay, das heißt, das Bett ist für mich eigentlich gar, darf ich mal noch ja, da drauf? Bitte, bitte. Also für mich gar nicht zu klein. Beziehungsweise ich nicht zu groß, sondern die korrekte Schlafhaltung wäre sowas gewesen. Exakt. Das ist alles eine Frage der Gewöhnung, glaube ich. Wunderbar. Ja, aber Heizung gab es nicht, ne? Nee. So in Klamotten schlafen vielleicht am besten. Ohne Abendbrot gehe ich aber nicht ins Bett. Jo, Jen, Prost. Prost. Trinken, dann rutscht es besser. Wobei, ist gut, ich habe schon probiert. Ah, da kommt's. Achtung, so. Löffel raus. Appetit. Danke. Danke sehr. Und los. Alle aßen aus der großen Schüssel. Jeder hatte seinen eigenen Löffel dabei und nutzte den sein ganzes Leben. Daher stammt übrigens auch die Redewendung, den Löffel abgeben. Ich würde mal sagen, ein Topf allerlei. Nur gute Sachen drin. Alles regional, saisonal oder was man eingelagert hat. Hülsenfrüchte unten aus dem Keller. Oder vom heimischen Schweinerspeck. Oder, Männer? Ist gut, ne? Ja, sehr gut. Heiß und fettig. Und neben dem guten Essen erfuhr man im Gasthaus auch jede Menge Neuigkeiten. Denn hier trafen sich Reisende, die ihre Erlebnisse, Erfahrungen und Abenteuer aus der weiten Welt teilten. Oh, das Reisen und die reichhaltige Suppe und der Most haben mich ganz schön platt gemacht. Deswegen habe ich mich jetzt auch für die Präsidenten-Suite entschieden. Und deswegen ist jetzt auch Feierabend. Grüß Gott. Die Hose ist ja schon wieder gerissen. Ich kann das nicht. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist doch furchtbar. Also, dreimaliges Dambo. Hof. Dambo. Hof. Dambo. Hof.